weiß noch, dass ich mich hier, glaube ich, verlaufen habe. Kann ich mir schon nicht vorstellen. Wie sie dich mit diesem riesen Monster teasen. Ja, ich dachte auch, jetzt kommt einfach ein Bosskampf, aber... Ach, ja! Siehst du? Das gleiche Knopf. Und wo war dann das Problem? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Problem. Geht das erst ab einem bestimmten Level? Nee. Ja, läuft. Läuft sehr gut. Kisten umbringen. Oh. Macht ja richtig Schaden. Das ist auch eher so ein... Gar nicht. Ah, dafür was. Da. Oh, stopp. Hä? Ich muss ja nur die Kisten aus dem Weg schießen. Ach so. Na gut. Yeah. Nice. Kommt direkt aus Shadows of the Damned. Na? Oh! Of course. Hi! You wanted to see me? I knew you would come. Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. I'll be waiting. Tudelü. Doink. What? Der Green Goblin! Fast. Okay, ich muss einmal kurz hier nachchecken, was Exit. Da stand. Na, man schaltet mich noch frei, das ist ja einer der Grund. Kann man gar nicht nachgucken. Es wurde mit Tieren aufgenommen, dieser Soundtrack. Das hat endlich hochgepitcht oder runtergepitcht. Das wäre cool. Wir haben jeden Song mit Tieren veredelt. Nee, mit Mario Paint. Da hast du doch diesen Musikmodus, wo es so auch so Tiergeräusche gibt. Gibt übrigens immer noch alles, ne? Jeden Song, wenn du den alles wird damit gecovert. Mario Paint Remix. Mario Paint hat man eine Zeit lang wirklich gern gespielt. Ich wollte es immer haben. Und irgendwann hatte ich mir das mal ausgeliehen, aber ohne Maus. Ich kannte das auch nur ohne Maus. Ich hatte das mit Maus. Also beziehungsweise ein Kumpel von mir hatte das mit Maus und von dem konnte ich es auch mal ausleihen. Das wäre mir auch zu weird gewesen. Maus. Ich weiß noch, wo man sich daran gewöhnen musste, dass es plötzlich Analogsticks gab. Ja, aber Mäuse gab es ja dann... Es gibt doch für so ziemlich jede Konsole in irgendeiner Form Maus. Ja, aber das war ja nicht im Mainstream drin als Kind. Kann ich das ja nicht. Nee, als Kind sowieso nicht, aber danach dann... PlayStation hat eine Maus, Dreamcast hat eine Maus. Aber mittlerweile kannst du überall die Tastaturen einfach anschließen. Ja. Wobei, ich glaube, an die Wii U brauchst du nicht versuchen, eine Maus ranzustecken. Nee. Naja, gut, aber da hast du ja. Das ist auch Touch. Egal. Ja, das stimmt. Das und Touch, ein ja. Wii Pad, Gamepad, hier. Gamepad. Nee, meine ich gerade nicht. Ich meine die Fernbedienung. Die ist die ja Maus. Achso, ja, stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ich habe ja früher auf der PlayStation sehr gern ohne Maus, nur mit Controller. Ich weiß auch gar nicht, ob das Maus-Support hatte. SimCity 2000 gespielt. Boah, mit Controller. PlayStation 1. Alter, SimCity 2000. Yay! Ja, das ist das, was ich, das habe ich neulich erst Dani gezeigt, weil mir das immer mal wieder in den Kopf kommt, dieses Bzzz. Ja. Bzzz. Wenn du einen Strom oder so machst. Und da habe ich Dani auch gesagt. Pass einfach auf, nachts machst diese Geräusche. Für mich klingt das immer, als ob das einfach ein Typ dort eingesprochen ja, hat. Ja, ja, ja. Hundertprozentig. Und dann haben wir es uns nochmal angehört und nee. Es muss jemand gewesen sein, der das eingesprochen hat. Was ist denn das für ein Geräusch, wofür steht das? Das ist einfach nur, wenn du eine Strommast oder so. Genau, einen Strommast baust, dann kommt so ein Zzzz. Und es ist genau das. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist genau das. Zzzz. Ich glaube, da haben sie einfach vergessen, dass sie da auch noch was brauchen. Und dann hat Will Wright oder so einfach gesagt, Zzzz, muss es klingen, und dann haben sie es genommen. City 2000. City 2000 ist ein tolles Spiel. Da gab es ja mal die Zeitung, ne? Ja. Haben wir das nicht mal bei Giga gespielt? Nee. Nee. Oder? 2000? Doch. 2000 war das Spiel. Doch, ja. Stimmt. Say, do you think this game is ethical? That's none of my business. I just execute the jobs that are given to me. Of course.
By the way, how is your left arm? How is it? It appears to be functioning normally. I see. Just be careful. So, mal diese ganzen Sim-Spiele nochmal. Irgendwann mal wirklich so Sim-Ad und so. Da hab ich so Bock drauf. Ah. Sim alles. Oh nein, noch 10 Minuten. Aber mit Dubstep ist das kein Problem. Stimmt. Hab richtig Bock auf Warcraft, wenn ich sie. Ich war auch gerade drüber nachgedacht. Mit irgendeinem super Filmtrailer kam mir das doch. Oh, ja. Kein Problem. War ein richtig guter Trailer. Nee, du verwechselst es. Was? Mit kein richtig guter Trailer. Ah, stimmt. Hab ich mich versprochen. Ja, ja, das ist. Komm vor. Ah, ja. Also das ist so schön, den hatten wir so gleichzeitig geguckt, Tom und ich, und unsere Reaktion war so, what the fuck? Ja. Das ist so, als ob sich da irgendwelche 60-Jährigen Gedanken gemacht haben, wie sie das an diese junge, hippe Videogame-Zielgruppe rantragen könnten. Ja, das wirkt für mich für Marketing wie 2002, wo Leute noch nicht, wo Nerds noch nicht in dem Alter, wo noch jung waren und man noch an den Mainstream appellieren musste, weißt du? Mhm. Und wir leben aber in einer Zeit, wo fucking Marvel die erfolgreichsten Filmemacher der Welt sind. Ich glaube, man muss eigentlich nicht sich entschuldigen dafür, dass man nerdige Filme macht. Also sie geben sich sehr Mühe, diesen Film tatsächlich schlecht aussehen zu lassen. Einen gigantischen Flop zu machen, ja. Das muss man wirklich sagen. Weil irgendwann hast du auch keine Chance mehr, selbst wenn dann jeder Zweite, der mal World of Warcraft gespielt hat, ins Kino geht. Ja. Ja, naja. Fancy Diablo. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute einen Film tatsächlich gucken müssen. Damit der erfolgreich ist, weil man hört. 10 Millionen hat er gekostet. Ja, nein, man hört immer nur den monetären Erfolg, aber ich kann mir jetzt nicht direkt vorstellen, wie viele Leute da tatsächlich ins Kino gehen zu einem Captain America. Kommt der in 3D, der World of Warcraft? The Beginning? Ja, garantiert. Lass uns ihn nur noch The Beginning nennen. Nein. Das wissen wir alle, wovon wir reden. Warcraft. The Beginning oder? Sie hätten es einfach The Warcraft nennen sollen. Ich glaube, man kann ihn einfach zukünftig den einzigen Warcraft-Film nennen. The Craft. Ach, mir egal. Minecraft. Wie viel? Der kommt bestimmt auch bei dem Film. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das also ist, ja. Wie viele Leute den sehen müssen, damit er finanziell erfolgreich ist? Meinst du die Zahlen? Da muss man, glaube ich, nur einmal Fox Office Mojo klicken und dazu die Zahlen. Stehen da wirklich die Leute, also, die ins Kino gehen? Also nur die Dollarzahlen, aber ich bin mir sehr sicher, du kannst auch einfach die Zuschauerzahlen irgendwo nachgucken. Also es gibt ja wöchentliche Zahlen auch, aber das Problem ist, wenn es halt ein 3D-Film ist, das ist ja jeder Zuschauer mehr wert als bei einem Training, weil die Karten dann mehr kosten. In Deutschland werden die immer als Zuschauer angegeben. Ja, also so, aber Deutschland ist ja da, sag ich mal, relativ uninteressant. Ja. Also, aber das finde ich nur bei Warcraft mal interessant, weil man ja zumindest so die Subscriber-Zahlen bis zu einem bestimmten Punkt kannte. Ah, okay, ja. Weißt du, und wie man das abgleicht. Was ist, wenn tatsächlich jeder, der World of Warcraft gespielt hat, diesen Film guckt? Ja, ich glaube, das ist auch die Hauptzielgruppe, weil ich mir ganz ehrlich bei den Trailern, so wie dieser Film aussieht, nicht vorstellen kann, dass andere Menschen ins Kino dafür gehen. Aber die Trailer sind nicht für Warcraft-Fans gemacht, weil die komplett dem widersprechen. Ja. Die Filme sind ja für Leute gemacht, die Warcraft nicht kennen und sollen dann sagen, oh, das ist ja cool, das funktioniert halt so gar nicht. Nee. Ja, in den Trailern, da habe ich auch schon so irgendeiner geleakt, ich weiß nicht, das ist natürlich als Gerücht, dass halt in dem Trailer wird halt so angedeutet, dass diese Ork-Frau eine Romanze hat mit einem der Menschen. Ja, sicher wird sie eine Romanze mit einem. Aber das ist im Film wohl absoluter Blöd, also das würde auch nicht zu den Spielen passen, und was er sagt, das wird auch im Film niemals auch nur angedeutet, aber mit dem Trailer haben sie dann wohl so gecuttet. Ja, so sind Trailer. Dass es dann halt so wirkt. Weil halt damit Frauen sich den Film angucken. Mm, total, das ist. Also, das wirkt halt. Ich finde, das wirkt wie Marketing von 2002 oder 2003 oder so. Ja, das ist alles nicht so gut. Vielleicht wird der Film auch gar nicht so gut. Ja, ich habe halt nur. Würde gar keinen Zweifel haben, dass der Scheiß wird, wenn nicht Duncan Jones dabei wäre. Ja, aber da haben schon ganz andere große Namen hinter Projekten gestanden, die einfach von vorne ein bisschen Desaster waren. Ich weiß nicht so ganz. Ich habe diese Situation. Ja, meinst du, hast dich schon mal verlaufen hier, ne? Exit. Das ist der Exit, okay. Ich glaube, ich bin da richtig. Ja. Hatte Duncan Jones zwischen Source Code und Warcraft noch was? Indiana Jones, was? Ob er dazwischen Source noch was Code macht? Nee. Und Warcraft noch was glaube gemacht? Achso, nee, das war. Der hat Moon, Source Code und jetzt Warcraft gemacht und macht jetzt bald dann den nächsten mit Mute. Das ist auch so ein Sci-Fi-Film, den er schon eigentlich nach Moon machen wollte.
Aber der macht jetzt nach Warcraft. Gibt's auch schon so Bilder zu und so. Aber das ist voll interessant, dem auf Twitter zu folgen, weil das halt auch so ein richtiger Fan ist. Ja, sehr sympathisch. Ja. Ja, ich habe mir das Warcraft-Panel von der PAX angeguckt und alles, was du hörst, denkst du halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlecht wird. Aber dann siehst du einen Film, denkst du dir, na. Wie gesagt, sieht halt visuell schon so aus, wie er aussieht, denn da wird es halt schwierig. Ja. Hätten sie einfach mal, haben wir schon mal gesagt, ne, als wir das, glaube ich, drüber gesprochen haben, dass sie dem Film, glaube ich, einen Gefallen getan hätten, wenn es komplett computeranimiert gewesen wäre. Ja. Ja, es läuft. Ich bin besser. So langsam bis wieder reingekommen. Ich gucke auf die Fresse. Aber du hast, wenn du computeranimierte Filme hast, dann sind sie halt meistens diese Pixar-Disney-Nummer. Ratchet and Clank, you guys. Ja, selbst das geht ja genau in diese Richtung. Ja. Weißt du? Ist halt nicht dieses Krieg. Das war der Satz. Das ist ja Warcraft. Krieg. Krieg. So Krieg. Ja, so einen richtig großen. Es gab so einen Stop-Motion-Film, der interessant aussah, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich auch. War der nicht auch für einen Oscar? Oder ja, Oscar? Ja, war auch irgendwie. Oh. Allgemein so Short-Movies, da gibt es ja ganz viel, was man so. Das ist aber kein Short-Movie, ist ein. Bitte? Das ist aber ein Full-Feature. Ja. Achso? Stop-Motion, ne? Fällt mir wirklich der Name gerade nicht ein. Ja, ich meine, auch so Fantastic Mr. Fox und so, das sind ja alles großartige Filme. Den habe ich noch nicht gesehen. Will ich mir auch mal gucken. Den könnten wir theoretisch, aber naja. Also ich würde den auch gucken wollen. Habe ich auf Blu-ray, naja, ist das noch. Wenn sich in naher Zukunft mal eine Möglichkeit ergibt, dass man zusammen in einem Raum sitzt. Nee. Nee. Tom. Ja. Du und ich. Komm, mach Killer is Dead aus. Voll. Ich will diesen verfickten Giganten jetzt sehen. Stimmt. Autsch. Den habe ich schon wieder vergessen. Was ist denn das hier? Ja, den kriegst du nicht, der ist weg. Ich mag auch sehr. Ich habe gerade Sorgen um das Zeit. Ja, wo ich dieses Zeitlimit sehe, das gab es in Final Fantasy 7 ja am Anfang auch. Da hast du auch am Anfang so ein 10 Minuten oder sogar noch längeres Zeitlimit. Wow. Bei dem ich als Kind total in Panik verfallen bin, aber es ist viel zu lang. Das ist wie bei Metroid Prime. Es gibt in Final Fantasy 9 auch mehrere Zeitlimits, die sind immer viel zu lang. Aber man hat trotzdem die Panik. Ja, das ist einfach nur da, deswegen weißt du schon, okay. Und in Final Fantasy Spielen läuft auch einfach im Menü weiter und während der nicht skippbaren Animationen von Beschwörungen oder sowas. Das ist schon gut. Wie spawnen die? The fuck? Ach, muss ich nur den Großen besiegen? Ich glaube, ich muss nur den Großen besiegen. What the Christ. Darf ich mal anmerken, dass das tatsächlich nicht das spannendste Level ist? Naja, ja, es spielt jetzt eher. Ja, selbst das Spiel macht Spaß. Also zum Zugucken geht's auch. Na, keiner hilft irgendwo. Ach, boah, das war's her. Alter, da eigentlich warst du gerade tot. Timing. Bams. Okay, der Große ist tot. Ja, anscheinend muss ich jetzt die trotzdem noch töten. Der ist einfach weggeblockt hat. Boah, weh. Immer sich auch ausgedacht hat, einfach mal. Alter, was ist das denn für ein Arschloch-Level? Doom war es, glaube ich, ne? Weil die Gegnertypen das erste Mal so unterschiedlich zusammengestellt haben. Also, wo es ja nicht viele Gegnertypen gibt, aber eben die Leute, die halt schießen und die dann rankommen und dann einfach kombiniert und das war so. Achso, kein Zeitlevel. Und jetzt? Ach, Zeit ist weg. Okay. Ja. Weil es abgelaufen. Abgelaufen. Ey, es war anderthalb Minuten, das war gar nicht so großzügig. Ja, wir haben uns auch ein bisschen verlaufen. Geht so. geht. Ich verlaufe mich nicht. Ich habe mich doch nie verlaufen. Das sind Videospielen und Fahrspielen, auf denen man kämpfen muss. Die sind auch immer so riesig, ne? Oder gibt's in Prince of Persia Sands of Time so ein Ding? God of War Ascension ist da, glaube ich, mein Hassspiel, weil das einfach broken war.
Das war viel zu schwer. Es wurde nachgepatcht, weil es viel zu schwierig war. Ja. Echt? Ja, da fällt noch ein bisschen. Ich hab das ja zu Release gespielt, ich kann mich da. Ja, ich bin mir sicher zum Release, da hast du es vielleicht wieder vergessen, aber das war damals wirklich so. Was denkt ihr euch? So am Ende des Spiels. Muss ich vielleicht einfach mal Gameplay sehen, das, weil generell habe ich nicht so viel von Before Ascension im Kopf. Das ist das Einzige, woran ich mich daran erinnere. Unter dem Anfang, weil da habe ich letztens nochmal gespielt. Toll. Warum? Weil... PS Plus? Auf PS4, glaube ich, was ein PS Plus dabei war. Echt jetzt? Ja, bei auf PS3 war es. PS4 kann es nicht sein, ja. Ich dachte, es wäre 3, dass das halt die Remake bekommen hat, ne? Ja. Remake in Anführungszeichen. Ja. Und dann war es ja, also Ascension war einfach echt lahm. So richtig langweilig. Ich glaube, es dauert irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis Kratos das erste Mal ein Wort von sich gibt. Ja, das ist mir eigentlich ganz recht. Ja, nee, aber es ist einfach, es sagt so viel über die Story, über die Art der Präsentation aus, weil er ist ja in Situationen, wo er eigentlich was sagen würde, aber das Spiel ist einfach so mäg, auch gar nicht interessiert daran zu erkunden, was gerade passiert. Das ist doch gar nicht. Und dann zoomt die Kamera ganz so weit in den Bosskämpfen raus, dass alles mega spektakulär aussieht und einfach nicht siehst, wo du bist. Ich habe das Spiel allgemein sieht echt, das ist womöglich das Beste aus dem PS3-Spiel. Es war ja auch spektakulär. Ich erinnere mich zumindest an den Endkampf, dass der da optisch ein bisschen was konnte. Oh, was ist los? Und diese Wassernummer. Ich glaube, sie haben darauf gesetzt, dass du schon auf der anderen Seite bist. Ah, sie killt jetzt. Stehst du nicht mittendrin? Ja. Yeah! Ich vertraue darauf, dass es... Sieht toll aus. Eine Rie... Danke! Wie die aber sich auch gerade nicht so richtig drum kümmern, ne? Sind stunned. Weniger Schade, als ich Mode bitte. Ich hätte einfach da bleiben sollen. Ach, sie dann einfach anfängt, manisch zu lachen. Oh! Nam, 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 nam. Blut! Die dachte sich, what the fuck? Danke! Tschüss! Dann können wir nicht sie spielen? Ja, wäre cool, ne? Wir haben Metallarm, sie hat 20. Normale. Nee, 16. Lieber ein Metallarm oder lieber 20 normaler? Da ist er endlich, Fetti. Fetti. Matty mit Fackface. Der ist gar nicht fett, der ist nur Gumbus. Nur schwere Knochen. Boah, dieses Level war wirklich, also ich möchte sagen, eins der ja, die geben sich ödesten, das wir in diesem ganzen Spiel bisher gesehen haben. Gerade wenn man kurz vorher diesen geilen japanischen Setting hatte. Ja, und dann ist hier auch, also wirklich, ist nicht hübsch. Aber muss ich hier gar nicht rein? Hier extra? Doch. Nee, ich hab nicht. Achso, das ist ein Bonus, meinst du? Ja, wusste ich doch. Was ist das auf ihrem Hut für ein Zeichen? Ein Steuerkreuz. Ja, halt, hab ich auch gedacht. Ein Kleeblatt. Steuer. Control my heart, maybe? Oder es soll einfach nur eine Alternative für ein Krankenkreuz sein? Oder sie wussten nicht, wie das eigentlich richtig aussieht und haben dann einfach irgendwas genommen. Ein Krankenhauszeichen ist auch ein Kreuz. Ein rotes Kreuz. Jetzt fuck dein Schild weg. Geh doch. Ich überlege gerade, woher das rote Kreuz kommt, also wie sich das etabliert hat. Hm. Weil irgendwann müssen sie ja mal angefangen haben zu sagen, rotes Kreuz ist ein Symbol für Heilung. Ja. Ein grünes Kreuz wäre sinnvoller gewesen, ne? Ja. Naja, Signal Blut. Also Blut und Rot kann ich mir jetzt noch zusammenreimen. Naja, aber das ist ja nicht gut. Blut ist rotes Kreuz bedeutet, wenn du krank bist, also wenn irgendwas mit deinem Blut oder du blutest oder so, dann nimmst du ärztliche Hilfe in wenn Anspruch. Du blutest, folge dem Kreuz. Wenn alles in Ordnung ist, dann nimmst du ja kein, weißt du so, das ist jetzt mein Gedankengang. Weil das ja eine Signalfarbe und so, irgendwo ist ein Problem und wir beheben das. Aber woher, bei so diese Schlangenärzte, Apothekenschlange, die sich um so... Was? Ach so, die Schlangenärzte. Ich dachte so, was geht jetzt? Den Stab. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich dachte, du meinst literally Schlangenärzte. Nein, die Schlangenmenschen gibt's natürlich nicht. Da müssen wir mal drüber nachdenken, woher das kommt. Oder googeln. Nein. Nope. Seit wir die Ratsherren machen, habe ich mir das Googeln abgewöhnt. Genau. Ich vermute einfach nur Wissen noch. Wissen ist seitdem nicht mehr Teil unseres Lebens. Sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein Hai. Ich weiß es nicht. Wie was? Hai? Wie so ein Hai, naja, wegen dieser... Ja, wegen ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Wie so ein Hammerhai oder so. Wer schießt denn da wieder? Ach.
Ernsthaft? Fickt euch. Gerade noch sehr passiv, der Riese da hinten. Ich glaube, der ist gerade ein Gebäude kaputt machen, oder? Ich dachte ja am Anfang, der hat so einen Anzug an, aber... Nein, das ist ja ein Scientist, also ich glaube, das soll so ein bisschen... Das ist ein Scientist? Verwachsen sein? Haben Sie gesagt, dass das ein Scientist ist? Achso, ich dachte, das ist ein Alien. Das sollte sein Suit, sein Hazmat-Suit vielleicht sein, der... Ah. Das ist gerade so meine Erklärung. Das macht's irgendwie noch creepiger. Der neue Godzilla, ne, der aus Japan kommt. Ja. Trailer fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Vom Macher von Neon Genesis Evangelion. Nicht gesehen. Ich fand den Trailer echt toll, nur Godzilla sah total scheiße aus. Nee, gerade den Godzilla fand ich cool. Also die anderen japanischen Godzillas sahen immer viel besser aus. Der hat so einen komischen kleinen T-Rex-Patsche. Ja, eben. Das fand ich total creepy. Also mir hat er sehr gefallen. Also ich fand den Trailer von der Stimmung her auch total cool und creepy. Das war so richtig so... Gerade wegen diesem puppenhaften Godzilla, der halt so erinnert an die alten... Naja. Also dagegen generell habe ich ja nichts. Nur dieses... wie dieses puppenhafte Godzilla aussieht. Ich finde, die anderen Puppen-Godzillas sahen alle ein bisschen cooler aus. Aber man hat halt... Cooler? Nur so. Ja, weil der hat so ein... Also er hat da nichts gemacht, er stand nur rum und hat nichts kaputt gemacht. Ja eben, das war doch mit dieser epischen Endzeitstimmung. Fand ich sehr... Okay. Ich fand es sehr passend. Man muss halt warten, wie der aussieht, wenn er sich bewegt, ne? Das kann natürlich ja. Noch sehr das albern wirken. Ja, gern gesehen. Aber das ist ja ganz lustig, weil so ein paar Szenen kommen wirklich 1:1 aus Neon Genesis. Und die halt in so einer Echtzeit zu sehen, ist ziemlich cool. Es spoilert allerdings, dass ich noch länger auf Neon Genesis Evangelion 4.0 warten muss, was wiederum ein bisschen doof ist. Leave me alone, woman! This level, ey. Natürlich. Cool. By the way. Ah, danke. I-Beams. Da, aber das war gut aufgepasst. Da wären wir jetzt reingelaufen, wenn sie uns das nicht gesagt hätte. Okay, die sind doch so grün. Nervig. Dachte, das heilt mich. Ja. Oh, shit. Das ist einfach drunter durch. Ich hab mich getroffen, aber nicht besonders viel Schaden gemacht. Au. Du kannst dich ja auch jederzeit heilen. Es gibt sehr viele leere Räume in dieser Research Station. Prequel von Dark Souls 2. Ich wusste es. Ja, ich habe gerade sehr stark überlegt. Ich will auch nur deiner Erwartungen gerecht werden mittlerweile. Ob da jetzt noch was kommt. Hat er mich gerade durch die Wand da jemand getroffen? Oder? Nee, ich glaube, der hat dich irgendwie geschossen oder was. Ich hab dem da den Helm weggeschossen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Er sieht ein bisschen aus wie, wer ist der Gegner von Spider-Man? Venom. Ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Meine Mutter, oder meinst du Carnage? Weiß nicht, der auch in Spider-Man 3 dabei ist. Ja, das ist Venom. Der mit dem schwarzen... Ja, es ist Venom. Venom, ja, ich hab Carnage gesagt. Hast du nicht Carnage? Hab ich nur Carnage gehört? Ich hab 4-mal Venom gesagt und dann hab ich gefragt, oder meinst du Carnage? Okay. Und dann warst du immer noch in deinem... Nein, nein! Venom hat es nicht gehört. Mehrmals. Hat sich verloren im Gefecht. Come on! Ah, ich kann mal... Ach, jetzt muss ich nicht mehr. Ich bin auch mein Eisstrahler hier. Ach ja, der Eisstrahler. Jetzt ein Eis. Wollen wir morgen Eis essen? Kann kein Eis essen. Ach, scheiße. Doch, Wassereis. Ja, Wassereis. Wir haben auch selbst gemacht, das Eis. Ich glaube, das kann ich essen, Mats. Das ist einfach nur gefrorene Milch. Nee, dann... Was? Das ist kein Eis. Das ist gefrorene Milch. Gefrorene Milch. Ich habe Eis gemacht. Ich habe einfach ein bisschen Wasser in die Kühltruhe getan. Lecker. Dann ist es Eis. Das ist eher ein Milchshake dann. Nein. Wenn du sie schüttelst. So, wenn das jetzt nicht spektakulär ist, dann bin ich... Ja, erwartet euch nicht so viel. Das ist so ein klassischer Videospielgegner. Yep. Wie oft es sowas gibt. Du siehst Hüfte aufwärts, riesig den Gegner vor einer Plattform. Sehr langsam geflogen. Senior Mosquito. Was jetzt da drauf? Na, wenn man jetzt Mosquito hätte, der jetzt diese Punkte anfliegen könnte, wäre dieser Stimmt. Kampf irgendwie spektakulär. Da hat absolut recht mit. Das war eine naheliegende. Sehr naheliegend. Achso. Bitte dich. Ich habe kein Blut mehr. Dem kommt da ganz viel Blut aus der Brust. Stimmt.
kann ich was haben, um dir, darf ich etwas von deinem Blut haben, um das auf dich abzuschießen und dich dann damit zu töten? Thank you. Na klar, das sah nicht gut aus. Oh no! Also ich dachte jetzt zumindest, dass man so God of War mäßig auf ihn draufspringt oder sowas. Nee. Sag mir schon, dass das... Also wenn dann in einem Quicktime-Event so. Ja, naja, so. Quicktime-Events gibt es ja hier gar nicht in dem Sinne, aber... Na, Cutscene meine ich. Oh, hi. Ich habe kein Blut mehr. Ah doch, ich kann immer noch schießen. Nur langsamer. Nicht mehr so schnell. Oh, dankeschön. Das war die Blutressource. Also ich möchte nicht sagen, hier... Was? Er muss jetzt noch fallen. Ja, ich bin zu früh. Au! Oh no! Oh jeez! Oh jeez! Robin. Ich dachte gerade, du bist gestorben. Oh, das wäre ärgerlich geworden. Das ist ja weird auch. Auch ernsthaft? Wow. Was? Alter. Das machen wir jetzt nochmal. Okay, wir brauchen noch eine Phase zu. Ach, scheiß drauf, hier. Einfach ein anderes Häuserdach mit selben Kram nochmal. Ich wollte ja mal schon sagen, wie gut die Dark Souls-Bosse sind, aber hiergegen. Gibt's eigentlich viele. Naja, es sind Platinum Games und From Software sind Leute, die gute Bossgegner können. Mhm. Gibt's abseits dessen noch Leute, die gute Bossgegner können? Ich finde also, die in Arkham Origins waren gut. Zelda, finde ich, hat auch immer ganz... Ja, ganz Zelda, okay, stimmt, aber die kommen halt so selten. Ja, erstens kommen sie so selten und zweitens wieder, also sind sie so, wir haben unsere fünf wirklich guten Bossgegner und dann machen wir... schon wieder so eine ganz andere Art von Bossgegner, aber ja, da sind es eher so... Item-basierte, genau. Du hast ein Item gesammelt und damit machst du den Bossgegner am Platt, ja. Aber ja, die sind auch viele toll. Yep. Der, also wirklich, der Kreiselgegner in Final Princess war der Metal Gear Solid? Ja. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Allerdings halt schon seit Teil 3 nicht mehr wirklich. Was? Gerade in 3? Naja, in 3 ja, aber danach. Teil 4 hat ja nur noch Wiederholungen quasi. Und Teil 5 hat... zwei. Alter, die Mac-Boss-Kämpfe waren Hammer. Die 2. Ja. Ich meine, sonst gibt's ja nicht viel mehr. Nee, eben. Also auch die da drin sind, war auch gut. Auch so der Kampf gegen Quiet erstmal dabei. Ja, aber das ist von der Mechanik wie in 3. Ja, ist eigentlich, ja, stimmt schon, ja. Ja, schon fast nicht als Bossgegner. Ja, das ist aber klar, der erste Kampf gegen Quiet? Auf jeden Fall. Ja, aber der ist von der Mechanik genauso wie im dritten Teil. Und da war der im dritten Teil schon noch geiler. Ist das jetzt gerade die dritte Phase und wir machen jetzt zum dritten Mal dasselbe? Was ist denn mit diesem Spiel los? War da Wochenende oder was? Was, hier haben viele Leute sehr hart dran gearbeitet, auch an diesem Kampf. An dieser Mission? Ja. Ist das Spiel aber auch selber schuld, wenn vorher so ein Brainfuck-Up-Kram kommt, wo irgendwie Sachen passieren, die man so noch nicht, und dann das. Na, das ist wirklich nicht gut. Oh. Schade, das wäre fast cool gewesen. Hast du mal neues Blut für mich? Dreh dich mal um. Conker's Bad Fur Day, muss ich sagen, hatte auch so ja, zwei, jetzt nehmen wir aber nicht Spiele, die schon 10 Jahre alt sind. Gerade die. Meine aktuelle. Vor allem hatte Conker's Bad Fur Day auch so richtig scheiß Bosse teilweise. Ja, erinnere dich mal sicher an den letzten Boss. Nee, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur an The Great Giant Mighty, nee, The Great Mighty Pooh. Wobei jetzt Hyperlight Drifter war doch gut, ne? Hyperlight Drifter, stimmt, hat auch sehr gute Bosse. Shadow of the Colossus. Und U2 hat auch tolle Bosse. Und Titan Souls. Ja. Also im Indie-Bereich gibt's ein paar. Titan Souls-Bosse sind toll. Ja. Spiel mal Titan Souls, Mann. Killer is dead. Schnipp! Ah, oh, oh, ah, i, ah. Oh, der Mond war rot. Na, den Karton will ich sehen, den gleich unser Chef aufmacht, wo der Kopf ist. Eigentlich müssten sie das jetzt wirklich machen, dass da so ein riesen Karton ist, wo der Typ dann... Henry? Wie heißt er? Henry? Ja, das war ganz schön eine Scheiß-Mission. Boah, ey, ich mich auch noch dran erinnert. Fand ich damals auch schon nicht gut. War wirklich in keinem... Also wirklich überhaupt gar nicht. Oder er holt da jetzt den Wissenschaftler raus. Ja, die Erde hat er doch geklaut. Ach ja. Ich dachte, das hatte er vor. So, this is it. Ich glaube, die haben gesagt, ich stole the earth.
Ah, ist die Erde? Yep. Das ist doch einfach nur ein Globus, oder? Sie reden die ganze Zeit. Oh mein Gott, er hat die Erde geklaut. Nein, das ist ein Globus. Er hat die Erde geklaut. Nope, das ist die Erde. Er hat den Globus geklaut. Wo sind wir dann gerade? Oh, Mass Effect. Oh, die Reaper kommen, macht keinen Scheiß. Haben wir jetzt die Erde in uns aufgesaugt? Nee, die liegt noch. Wir heißen Mondo, deswegen, das haben in den Kommentaren auch wieder Leute geschrieben. Was denn? Wir heißen Mondo, was Erde heißt. Ach so! Das wurde in den Kommentaren geschrieben, Il Mondo. Ach nee, da liegt die Erde. Da liegt die Erde. Da liegt die Erde. Nicht die Erde erschießen. Und das kann auch nicht von jeder... Don't kill the Earth. Die Terroristen drohen damit, die Erde zu erschießen. Wait. Understood. Huh? What language is that? Will sowas nicht schon mal? Er ist Alien. Nee, ich glaube nicht. Da sind sie, die Aliens. Okay, dann kenne ich das aus irgendeiner Szene für Topmontag oder so. Okay. So Flashback-Topmontag. Ja, ich kenne das jetzt wirklich tatsächlich. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Kommt mir wirklich lustig. Jetzt weiß ich, warum wir nicht bezahlt werden. Ja, ja. Ja, immerhin ist sie positiv. Oh. Oh nein, die Aliens klauen die Erde. Aber ernsthaft, wo stehen wir gerade? Oder ist das symbolisch? Ja. Ist das symbolisch wie so eine Urkunde? Wie ein Globus. Nein, wie so eine Besitzurkunde. Ja, Besitzurkunden sollten jetzt immer kleinere Formen von dem sein, was man besitzt. Ja. Wenn man ein Haus hat, sollte der Vertrag ein kleineres Modell von dem Haus sein. Super. Oh, guck mal, die Sonne. Heiß. Hat er das getauscht? Der hatte gerade die Sonne in der Hand und hat die uns, glaube ich, gegeben. Which must mean this is our payment. Der hat seine Sonne bezahlt. That's as good as nothing. Ach, eine Sonne. Brian, the mission is... Good work, but there's no time to rest, unfortunately. We've got another job, this time from the Russian Department of Defense. The target is a runaway locomotive. Natürlich. Moscow is in danger. Ja, ja. What? Did he just say Russia? Hurry, we're out of time. Ist Washington? Eine entflohene Lokomotive? Nee, ich glaube nicht. Aber diese Cutscene kenne ich gerade. Dieser Satz. So, eine entflohene Lokomotive. Hm? Ja, ja, yes, yes. Also ich kannte auch diese zweite Hälfte der Cutscene nicht mehr. Okay. Oh. Success Game! Ich liebe es! Also unabhängig davon, ob das am Ende tatsächlich gut ist, was da insgesamt bei rauskommt, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, genau, das ist auch meine Einstellung. The Carrier of Love. Client Russian Ministry of Defense. Target Information. TM551. Male British. Die Lokomotive ist... Ja, also wenn die keine Augen hat,